Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play PNG Drive. Wir haben ein Szenario, das ich ganz also, jedenfalls, wir haben hier diesen wunderschönen, nicht mehr ganz so brandneuen epischen PC mal gestohlen. Sind auf West Coast USA, haben aber überall Cops, die uns verfolgen. Und da kommt schon mal welche, noch haben sie uns nicht bemerkt. Aber die, das Speed Limit ist auf 50 gesetzt. Das heißt, die werden uns alle früher oder später verfolgen. Sobald wir hier ein bisschen zu schnell fahren, der ist schon mal gegen den Platten gefahren. Das ist nur eine gute Sache. Wir müssen ein bisschen leiser machen bei mir. So, und da haben wir schon die erste Verfolgung. Okay, wir müssen halt mit dem PC mal versuchen, so lange wie möglich zu überleben. So als kleine Challenge. Das ist die Frage, wenn wir mit 10 Minuten überleben, sprich zum Ende der Folge, haben wir gewonnen. Wir müssen halt einfach wild herumfahren in der Stadt. So, was schon mal wichtig ist, dass ich auf dem Wagen selber nicht schrotte, was jetzt auf den zweiten etwas knapp war. Weil so eine Begegnung mit dem Bordstein kann schnell anders ändern, enden. Und wir haben hier da vorne war ein Kopf, da habe ich gesehen, ganz hinten, mal ganz kurz ein Dach gesehen. So, fahren wir mal hinterher. Und ja, also 4 Cops hier auf West Coast USA, ein bisschen verteilt, da haben wir einen. Okay, Rückwärtsgang. J-Turn, danke. So, und ja, vielleicht wäre es von uns schlau, wir müssen aus der Stadt rausfahren, ne, wenn wir so einen Wagen hier gestohlen haben. Oh, so viel dazu. Puh. Okay. Das Coole ist mit dem Traffic Tool. Geht die Polizei, glaube ich, ein bisschen realistischer vor. Sprich, die Rammen eigentlich nur. Sondern versuchen tatsächlich hier einfach vorsichtig zu sein. So, wir fahren mal hier rein. Um ein bisschen außerhalb der Stadt etwas Raum zu gewinnen, aber da vorne sehe ich schon wieder den nächsten Cop, an dem wir noch einfach vorbeibrettern mit unserem extrem starken Frontantriebler. Täusche mal rechts an und gehen aber links vorbei, und nicht die Kontrolle dabei verlieren. Er will rüber! Hat er sich selbst geschrotet. So, an dem Roma, ha, perfekt angetäuscht. Oh shit! Schon, weiter geht's. Oh, da ist eine Abführung, da können wir durch. Aber wir können da vorne weiter. Okay, fahren wir halt über das hier ist Gras, Erde, was auch immer. Und kann man direkt vor dem Sunburst hier rauf, zurück in die Straße. Oh. Okay. Geht's rechts entlang irgendwo? Ja, fahren wir mal rechts. Oh, da steuern. So, überall die Cops schon. Die mögen es nicht so über die andere Straßenseite zu fahren, glaube ich. Auf die andere Straßenseite. Also, wir wollen mal hin. Wo lang geht's? Mount Wallace. Okay. Oh, aber jetzt sind wir erst auf unserer Straßenseite. Schon rüber. Bleiben wir mal links, bleiben wir mal links. Ah, da ist der Kopf natürlich. Hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht crashen. Wir fahren hier viel zu schnell natürlich durch. Rüber, an dem vorbei, der wollte gerade einlenken. Okay, wir haben schon mal die Hälfte, ein Drittel geschafft, der Zeit, die wir überleben müssen. Okay, der fährt auf die andere Straßenseite, das ist ganz praktisch für uns. Ja, und dann müssen wir jetzt, okay, vor dem Rhein. So, durch die Änderung im letzten PNG Hotfix, dadurch, dass jetzt die Menüs nicht mehr so funktionieren, was ich blöd finde, ist das Traffic Tool leider immer noch kaputt. Das heißt, ich kann, wenn ich gejagt werden will, das nur so einstellen. Ich kann nicht das machen per, sorry, muss ich gerade kassieren. Ich habe gerade herausgefunden, dass die manuelle Schaltung ist ja tatsächlich. Und zwar kann ich die jetzt nicht einfach verfolgen lassen, sprich ich muss das noch mit Polizei machen und die sind halt ein bisschen vorsichtiger, wie ihr seht. Aber wartet's ab, die haben uns schon ordentlich gecrashed bis in der Vergangenheit, also die werden auch jetzt noch ordentlich vorgehen. So, wenn die bis gleich uns noch nicht angreifen, dann müssen wir mal was ändern, dann müssen wir sie ran. So, jetzt. Okay, wir gehen auch mal realistischer vor, wir wollen unseren Wagen nicht beschädigen. Okay, weil der ist ja gestohlen, den wollen wir noch verkaufen. Keine Ahnung. So. Oh, so viel dazu.
Da haben wir unseren Wagen schon mal beschädigt, aber der Wagen ist auf jeden Fall schon mal beschädigt. Okay, wo, da gibt es ganz schön Gas. Halten. Boah, der schiebt uns ordentlich. Komm, geben wir jetzt mal Vollgas. Der Sunburst ist natürlich schneller. Ich weiß nicht, ob die Polizeivariante Allrad hat. Ich glaube ja, ne? Das ist ja eine Sportvariante. So. Oh, man hört zum Hintergrund. Oh, der hat sich gegen gehauen, oder? Ah, er fährt aber noch. Okay. So. Oh, hier genau. Am Berge, wirklich am Limit. Das ist schon eine geile Strecke. So, hier gegen das Untersteuern kämpfen, wie er am Lenkrad sieht. So, durch. Okay, wir haben hier einige Schläge abbekommen schon mal. Also unser Fahrzeug ist nicht mehr unbeschädigt. Verkaufen wird das nicht mehr so geil. Okay, wuh, das war knapp. Okay, so langsam legen sie den Zahn zu. Die wollen uns jetzt anscheinend wirklich stoppen. Wir fahren einfach mal hier unten wieder lang und vermeiden den Highway. Dann schön hier innen durch. Rechts haben wir die Rennstrecke, aber ich glaube, da sollten wir nicht drauf, weil da sind wir dann ja wirklich eingekesselt. Okay, fahren wir mal auf der Gegenspur. Auf dem Highway doch drauf, weil irgendwo müssen wir jetzt lang. So. Okay, jetzt steigern wir mal, was wir machen müssen. Wir müssen Cops PIT. Also schön aus dem Weg schieben. So. Aber da seht ihr, dass die KI hier schön ordentlich trotzdem fährt. Auf der linken Spur, dass er tatsächlich links abgebogen hat, uns zu folgen. Ah, der Wagen liegt, glaube ich, ein bisschen nach rechts, oder? Er ist nicht. Aber der PS. Oh, unsere Bremsen werden langsam links gewarnt, dass unsere Bremsen zu heiß werden. So, okay, ein PRT-Manöver machen, oder? Dich. Oh. So, dich haben wir auf jeden Fall rausgedreht. Links kam gerade einer. Die sind auch gleich verfolgt. Also, das war jetzt kein gutes PRT-Manöver, aber er hat nach rechts gelegt und das habe ich halt eben mal benutzt. Um ihn ein bisschen zu stupsen. Klassisch. Oh, untersteuern. Anker. Gas geben. Aber bisher scheint es so auszuschauen, als ob wir das schaffen werden. Mal schauen, man soll seine Hühner nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Das war eine Übersetzung vom englischen Sprichwort. Ich weiß nicht, ob man das auch in Deutsch sagen kann. Aber soweit sie gut. 2,5 Minuten müssen wir noch durchhalten. Und vor allen Dingen, also es ist allein schon eine Meisterleistung, wenn ich es schaffen würde, ohne mich selbst rauszucrashen. So, you successfully evaded the police. Okay, also die Polizei, die uns verfolgt hat, hat uns verloren, aber jetzt natürlich gleich die nächsten Streifen hier wieder die Verfolgung aufnehmen. So, aber das ging noch ganz gut aus. Ja, ich habe ich glaube, das ist die erste Challenge, die ich schaffen würde, oder? Wenn wir es jetzt nicht verkacken. Das wäre doch was. Für die anderen Challenges habe ich bisher nicht geschafft. Also so die Überlebens-Challenges und so. Okay, hier haben wir rüber rechts Polizei. Oh, kam 1,5 Minuten noch, ein bisschen länger. Schaffen wir mit noch ein bisschen Alex. Wollen wir vielleicht uns mal Richtung irgendein Safe House begeben, oder? Dann müssen wir wieder mit einem in die Stadt. In die Gefahrenzone. Oh, fuck. Oh, das ist nicht gut. Ah, da nochmal gegen. Oh, jetzt verkacke ich es gerade ein bisschen. Ich hätte mir nicht Zeit nehmen sollen, den Schaden anzugucken, das wäre fast schief gegangen. Oh, jetzt nochmal die finale Phase. Schauen, hier durch. Rum. Okay, aber eigentlich fährt sich der PC hier ganz gut, der untersteuert nämlich nicht zu viel. So, wohin geht's hier? Geht es jetzt auf den Highway oder was tut's? Ne, geht nicht. Aber da. Perfekt, wir kommen zu den Docks, das heißt, hier können wir uns gleich in einen Warenhaus begeben. So. Okay. Bremsen. Können wir hier rechts rein? Ne, können wir nicht. Okay. Na, außen rum. Ja, nochmal schön Körper nehmen. Und oben steht hier successfully evaded the police. Und dann wollen wir nur hier rein. So. Ist hier irgendwo ein Eingang? Ja, da ist ein Tor. Okay, und da, wir haben es tatsächlich geschafft. Wie sieht unser Wagen aus? Machen wir eine Endbewertung.
Also hier, wir sehen natürlich, guckt hier haben wir Beschädigung. Und hier leicht ein Kotflügel. Aber insgesamt sieht aber noch ziemlich gut aus, muss ich mal sagen. Dafür, dass wir eine 10-minütige Verfolgungsjagd hatten. Okay, und jetzt wollen wir noch einmal crashen. Wir haben jetzt sozusagen abgeliefert. Jetzt kommt die. Jetzt machen wir aber nochmal außerhalb des Szenarios einen schönen Crash. Aber das war ganz cool. Hätte nicht gedacht, dass wir es wieder schaffen. Und ja, wie immer, wenn ihr. Zieht aber gleich nach rechts, ja. Wie immer, wenn ihr irgendeinen Wunsch oder irgendeinen Vorschlag habt für ein Szenario, schreibt ihn mir einfach in die Kommentare. Und ja, dann werde ich ihn, denke ich, machen. Je nachdem, wie viele es gibt. Ich kann nicht alle machen, natürlich. Ne? So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer DSG. Ach, und um 13.30 Uhr heute kommt Tropico 6 mit Erik. Neues Let's Play. Also, ja, schaut doch nochmal dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer DSG. Ciao.